Sascha Lobo hat eine Debatte losgetreten um die Freiheit des Internet und er sagt, er habe sich geirrt, das Internet sei kaputt und er hat sich auf die ja, heftigste Art geirrt, wie es ein Experte tun kann, nämlich durch Naivität. Es gab eine Debatte, Hohn und Spott und natürlich tatsächlich eine Debatte, die er lostreten wollte. Einer, der sich auch in die Debatte eingemischt hat, ist Konstantin Seib vom Tagesanzeiger aus der Schweiz und den habe ich jetzt in der Leitung. Hallo Konstantin. Ja, hey, hallo Carsten. Im Zusammenhang mit der Debatte um die Totalüberwachung hast du geschrieben, das Einzige, was einen retten kann, ist, sich nichts zu Schulden kommen zu lassen. Nur hat das zwei Haken. Erstens ist die Freiheit definitionsgemäß durch die Möglichkeit ihres Missbrauchs bestimmt. Zweitens ist veränderbar, was als harmlos gilt. Es ist nicht vorhersehbar, wer eines Tages in der Regierung sitzt und was dann als Delikt gilt. Sicher ist nur, dass auf Jahre hinaus in der Vergangenheit jedes Einzelnen nach Verfehlung geforscht werden kann. Was meinst du denn damit, dass die Freiheit definitionsgemäß durch die Möglichkeit ihres Missbrauchs bestimmt ist? Ja, sagen wir, wenn man nicht die Möglichkeit hätte, irgendwie gegen das Gesetz zu verstoßen, dann hätte man eigentlich auch nicht mehr die Freiheit auf seiner Seite. Das heißt, natürlich ist dann eine Sanktion möglich, aber es muss eigentlich die Möglichkeit bestehen, dass man gegen die Gesetze verstößt, dass man überhaupt irgendwie, dass es einen Sinn macht, die Gesetze einzuhalten. Also sagen wir mal, selbst wenn man der gesetzestreueste Bürger der Welt ist, ist es etwas völlig anderes, wenn man es freiwillig ist, als wenn man es gezwungenermaßen ist. Du schreibst ja, wir sind eine Generation entfernt. Wovon entfernt, werden wir gleich nochmal klären. Du schreibst auch, in Zusammenarbeit von Regierungen und Konzernen ist ein System fast absoluter Macht entstanden. Sein Missbrauch ist ohne weiteres umsetzbar, also nur eine Frage der Zeit. Das ist der radikalste Angriff auf die Demokratie, die sich denken lässt. Meinst du das wirklich so hart? Ja, ich denke es eigentlich so hart, wenn man es nur etwas weiterdenkt. Sagen wir mal, was die NSA ja im Moment irgendwie in den Händen hat, ist, dass man mehr oder weniger jeden Tastenklick live haben kann, jedes Telefon live haben kann, jedes SMS live haben kann. Man kann auch irgendwie sozusagen die ganze Sache irgendwie Jahre zurückhaben. Das heißt, man kann in den Daten von irgendjemandem nachsehen, wen hat er getroffen, wo war er, was hat er getan, was hat er geschrieben und das sowohl geschäftlich wie privat. Das heißt, erpressbar ist fast jeder. Man hat nicht nur das, man hat auch noch die ganzen Krankenakten, man hat die ganzen Bankbewegungen, also die Übersicht über die Finanzen. Und das ist ja eigentlich nur erst der Anfang des Systems, weil wenn man jetzt die Experten hört, dann sind von 4.000 oder 5.000 Jahren Aufzeichnungen der Menschheit, die haben die ganze Zeit geschrieben und weiß der Teufel was gemacht. Das sind im Moment 20% der Daten. 80% der Daten wurden in den letzten 2 Jahren aufgenommen. Das ist eine ganze Menge Video. Es sind eine ganze Menge Leute mit Videokamera unterwegs, die im Grunde genommen auch live auswertbar sind. Die Gesichtererkennung wird immer besser. Die Haushaltsgeräte kommen alle ans Netz. Die Autos sind bald alle am Netz. Das heißt, es ist eigentlich eine relativ lückenlose Kontrolle möglich. Und wenn man denkt, naja, man hätte die Möglichkeit einer lückenlosen Kontrolle in der Hand, was würde man dann tun? Und eines Tages wird mit Sicherheit irgendein Regime an die Macht kommen, das dann damit ein paar sehr kreative Ideen hat, wie man die Leute kontrollieren könnte. Und dagegen wird die Stasi sozusagen etwas sein wie der Neandertaler gegen einen futuristischen Krieger. Du schreibst, durch die totale Überwachung sind die zentralen Werte aller Parteien in Gefahr. Was sind denn die zentralen Werte aller Parteien? Ja, sagen wir mal, bei den klassischen bürgerlichen Liberalen wäre es die Freiheit, bei den Linken wäre es sowas wie die Chancengleichheit, bei den Rechten sowas wie die nationale Souveränität. Es ist so, dass einfach die Möglichkeit besteht, wirklich alles in eine Hand zu kriegen und zwar nicht nur von den Leuten, die viel im Internet sind und die ihre Nacktfotos irgendwie auf Facebook posten oder alle ihre Freunde irgendwie mit SMS betexten, sondern auch von den Leuten, die nicht mal im Internet sind, weil es werden so viele Kameras unterwegs sein, die von lauter Privatleuten getragen werden, dass man eigentlich in dem Moment, wo man auf die Straße geht, in dem Moment, wo man Haushaltsgeräte hat, in dem Moment, wo man mit der modernen Kommunikationswelt in Interaktion tritt, dass man dann eigentlich vollkommen durchsichtig ist. Eine ziemlich fatale Diagnose. Am Sonntag ist ja das erste Interview mit Edward Snowden nach seiner Enthüllung ausgestrahlt worden. Was hat dir das gesagt oder was hast du für einen Eindruck von dem Gespräch?
Ja, der Snowden ist ein sehr klarer Kopf. Er ist sehr furchtlos. Er ist sehr kontrolliert. Er hat eigentlich seine Sache getan. Er hat sämtliche Daten der Öffentlichkeit bzw. ausgewählten Journalisten übergeben. Er sagt auch, die Öffentlichkeit soll es diskutieren. Es war ein ziemlich uneitler Auftritt. Und der Satz, der mir am meisten im Gedächtnis geblieben ist, ist der Satz zu den Politikern gewesen, dass die Öffentlichkeit ja nicht ihr Feind sei, sondern ihr Chef. Andererseits, für die Geheimdienste ist die Öffentlichkeit als Ganzes der potenzielle Feind, der kontrolliert werden muss. Kommen wir mal zu deinem Artikel, in dem du ja auch dann Ronald Reagan zitierst. Was hat er gesagt vor einiger Zeit? Ronald Reagan hat gesagt, freedom is never a way, one generation more, one more generation to extinction. Also Freiheit ist nie mehr als eine Generation von der Auslöschung entfernt. Damals dachte er an den Kommunismus. Der Kommunismus hat es nicht geschafft. Aber ich glaube, jetzt ist eine Möglichkeit denkbar, wie Freiheit wirklich ausgelöscht werden könnte. Und zwar gerade so, indem man so kontrolliert ist und es dann auch weiß und sich so zurückhalten muss. Und falls man zufälligerweise Gedanken oder Pläne oder auch nur Witze hat, die nicht im Allgemeinen entsprechen, die verdächtig werden könnten, die gegen einen verwendet werden könnten, muss man sich schon eigentlich fast tarnen wie ein Superspion. Das heißt, deine Analyse ist doch, heute ist die Auslöschung der Freiheit wirklich denkbar. Das ist jetzt, sagen wir mal, nicht übertrieben aus deiner Sicht, sondern du sagst, wir sind nicht nur eine Generation, sondern kurz davor, wenn nicht irgendwas passiert. Was muss passieren aus deiner Sicht, dass dieser Prozess aufgehalten werden kann? Ja, das ist eben der Mist. Wenn ich da eine super Idee hätte, es ist so, dass irgendwie, ich glaube, dass, ja, seine Sachen zu verschlüsseln mit pretty good privacy, das ist okay, das wird immer sinnvoller, das ist mühsam, aber das hilft auch nicht so viel weiter, weil die meisten dieser Programme sozusagen schon einen Backdoor-Schlüssel bei den Geheimdiensten haben. Also zum Beispiel die Schweizer Regierung wollte ein eigenes Überwachungssystem kreieren. Und ist an der Komplexität gescheitert und bestellt jetzt eins bei einer privaten Firma, bei dem der Chef ein Ex-NSA-Mensch ist. Das heißt, der Schlüssel liegt eigentlich auch schon dort in Amerika. Das heißt, es ist ziemlich schwierig, es nur mit Kryptographie zu machen. Ich glaube, dass es auch vielleicht notwendig ist, das Internet zu dezentralisieren, dass nicht mehr alles über die Server in Großbritannien und in Amerika läuft, aber eigentlich ist die NSA gut genug, um dort irgendwie auch ihre Wanzen aufzustellen. Das heißt, am meisten Hoffnung habe ich eigentlich noch auf politischen Druck der Bürger. Nur dort ist es natürlich so, dass, glaube ich, 67% der Deutschen keine persönlichen Nachteile erwarten. Das heißt, es wird ein riesiges Potenzial im System aufgestellt, ohne dass man es erstmal so richtig merkt. Man merkt es dann, wenn es dann so richtig eingesetzt wird. Und man merkt es dann, wenn man anfängt, sich zurückzuhalten. Ich glaube, Sascha Lobo hat das relativ clever gesagt, dass er gesagt hat, die Welt wird sich in einen Flughafen verwandeln. Also man bewegt sich dann so wie auf einem Flughafen, also keine Scherze über Bomben, und man bewegt sich betont normal, weil überall stehen die Typen mit der Knarre, überall sind die Metalldetektoren. Man ist schon frei, aber man ist so ein wenig bedrückt und man ist etwas schafhaft, wie auf dem Flughafen auch, wo man sich auch in so ein Schaf verwandelt, das sich dann irgendwann in eine Röhre pressen lässt, und das unter bester Liftmusik und mit teuren Drinks, aber... Mit diesem Bild, lieber Konstantin Seibt, gehe ich jetzt in den Tag und muss halt damit leben. Ja, guten Tag. Ja, viel Spaß. Dankeschön, Konstantin Seibt, für die Auslöschung der Freiheit. Das war Konstantin Seibt vom Tagesanzeiger. Sein Artikel, die Auslöschung der Freiheit, gibt es nochmal nachzulesen auf radiofrei.de, zumindest einen Link. Danke, Konstantin, und dir noch einen schönen Tag. Tschüssi. Hey, ciao, Carsten.